Vergesse ich das. So, ich muss mit euch ein paar Dinge heute klären noch, ehe wir dann richtig in die Praxis der Funkerei gehen. Ich habe jetzt also etliche Male meine Software gestartet, selber ein paar Aufgaben gelöst, immer mal wieder. Alles hat funktioniert, also was da los war, weiß ich nicht. Ich habe auch das Update wieder draufgespielt und ich habe festgestellt, bei diesem Update ist erstmalig eine Änderung dabei. Und zwar bei den von mir immer bemängelten Texten darunter. Da haben sie sich tatsächlich jetzt mal grundlegend dran gemacht und ich finde es so auch besser, wie es jetzt ist. Werdet ihr gleich sehen, aber hilft euch auch nichts. Ihr kennt die alte Fassung. Gut, so. Ein paar Sachen habe ich noch zu klären, also morgen 18 Uhr, das kann ich abhaken. Ich habe euch gesagt, ihr sollt euch mal um die Signalwörter kümmern. Diese Signalwörter sind von einer gewissen Wichtigkeit, genau wie diese vier Stufen der Dringlichkeit, die muss man kennen. Also das, ihr wisst von Mayday und Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan, an alle, an alle. Security, Security, Security. Bitte sagt da bitte nicht Security. Ja, das sagen immer mal wieder Teilnehmer. Security steht vor der Disco, ja. Aber wenn ihr eine Sicherheitsmeldung habt, müsst ihr Security sagen. Das ist Französisch. So, freut sich der Prüfer, wenn ihr das richtig aussprecht. Wobei, wegen sowas fällt auch keiner durch. Ne? Ja, aber gerne. Ihr dürft immer zwischenfragen. Macht euch da keine Gedanken. Ja? Also wenn ein Mayday, Mayday, Mayday reinkommt, antworte ich dann immer mit einmal Mayday, wenn ich darauf antworten will. Ja, im Laufe des Verkehrs fängt jeder Funkspruch einmal mit Mayday an. Richtig, ja. Wenn du direkt darauf antwortest, beim ersten Mal vielleicht nicht, aber das sind ja meistens mehrere, die sich damit beschäftigen und dann wird im Laufe dieses Verkehrs, dieser Funkverkehr dadurch gekennzeichnet, dass er immer mit dem Wort Mayday beginnt. Ne? Mhm. So. Aber das gilt aber nur so lange, wie Notverkehr ist. Naja, das kriegt ihr auch als Prüfungsaufgabe möglicherweise, ist eine von den bevorzugten Prüfungsaufgaben, bis der Notverkehr beendet wurde. Heißt dann, beenden Sie den Notverkehr. Ne? Oder rufen Sie die Seefunkstille, rufen Sie die Leute zur Ordnung, die da stören. Ne? Das ist auch eine Prüfungsaufgabe. Aber danach geht es mit Mayday weiter. Nur wenn der erstmal beendet ist, offiziell, dann wird wieder ganz normal gefunkt. So, Simulation, wo ist sie denn? Da ist sie. Mal eben warten, bis sie sich aufgebaut hat. Und dann geht's los, dann legt eure Handtücher bereit, um den Schweiß abzuwischen. Ich muss jetzt nochmal eben hier meinen Bildschirm freigeben und darauf schalten. So, perfekt. Und jetzt mache ich das Ding wieder groß. So. Ich hoffe, ihr seht meine Funkgeräte, ja? Ja. Okay, wunderbar. Ich schalte das auch schon mal für euch ein jetzt. Wir lassen es mal bei diesen beiden. Ihr seht, hier oben habe ich meinen Schiffsnamen, mein Rufzeichen eingegeben. Wenn gleich die Aufgaben kommen, werden dort an dieser Stelle der Name und MMSI und Rufzeichen nur das Rufzeichen, MSI steht im Text dann unten, der Schiffe kommen, die, wo ihr die Aufgaben von bewältigen sollt. So, wer sich diese Simulation mal zugelegt hat, hier seht ihr oben auch auf dem Ausklappfenster jetzt, ne, machen wir eben das Licht aus, dann kann ich besser gucken, so. Da kann man mit den Funkgeräten sich beschäftigen, man kann üben, man kann sich auch was anhören, da ist eine Simulation, die wird einem vorgeführt. Es gibt freies Üben, da kann man rumdrehen an den Geräten und man kann die unterschiedlich anordnen, die Funkgeräte. Für uns wichtig sind die Aufgaben. Und da gibt es Aufgaben für den Binnenfunk, die sind hier oben, die lassen wir erstmal weg. Immer vier Stück und entscheidender, weil viel schwieriger sind die Sachen für den Seefunk, da sind nur zwei Unterbereiche. Da haben wir einmal Grundlagen der Sprechfunkmeldung, da fangen wir heute mit an. Und morgen kommt dann die Funkverkehrsabwicklung, da seht ihr, was alles drankommt. Von der Routine, Anruf bei der Küstenfunkstelle, über die Sicherheitsmeldung, zur Dringlichkeitsmeldung, bis zum Notfunkverkehr. Und wenn ich mal einen Fehlalarm rausgeschickt habe, meine Kinder haben am Funkgerät gespielt, 5 Sekunden auf die rote Taste gedrückt. Oje, 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 verpieseln nützt nichts, weil ja ich identifiziert bin, dann muss ich sofort ran und den Fehlalarm wieder rufen und dann gibt es auch keine bösen Konsequenzen, ganz im Gegenteil, da freut sich jede
Behörde und alle beteiligten Schiffe, die das gehört haben, dass kein Seenotfall eingetreten ist. So sieht das aus. Wir fangen mal an. Und hier nehmen wir mal Empfang einer Sicherheitsmeldung. Alles andere, diese, wie man Geräte einstellt, das habe ich euch ja schon gezeigt. Das kriegt ihr auch hin. So, jetzt seht ihr den Bildschirm. Ach, das ist schon da. Es geht schon mal los. Ich habe also eine Sicherheitsmeldung angekündigt bekommen. Hat jemand eine Frage eben? Nee, gut. Also ich habe eine Meldung gekriegt. Jetzt muss ich die bestätigen mit Enter. Dann schaltet mein Gerät auf 13. Holger, hörst du mich? Ja. Ich wollte nur eben Bescheid sagen, bei mir ist dauernd die Internetverbindung wieder weg. Nicht, dass ihr euch wundert, dass bei mir ab und zu schwarz wird. Alles klar, okay. So, das machen wir gleich noch ein zweites Mal. Ich habe die Aufgabe sehr gut bedacht, weil ich nämlich auf Enter gedrückt habe. Also was ist passiert? Wir machen gleich eine Wiederholung. Das sind ganz leichte Aufgaben. Da kommt per DSC eine Meldung rein. Da kommt auch so ein Ton im Hintergrund, dass man den hört. Ist aber kein Alarmton, weil es keine Alarmmeldung ist. Und da steht also drin, dass da eine Sicherheitsmeldung ausgesendet wird gleich. Auf Kanal 13 muss ich aber gar nicht wissen, ob das Kanal 13 ist. Ich muss nur bestätigen mit Enter. Hier ist Enter. Ja? Ich hätte auch Clear drücken können. Dann wäre das weg gewesen, das Geräusch, aber mein Gerät hätte nicht auf Kanal 13 umgeschaltet, sondern wäre auf 16, von 70 auf 16 wieder zurückgegangen. Dann hätte ich die Meldung nicht gehört. Also wenn ich die Meldung hören will, muss ich auf Enter drücken, das ist Bestätigung. Machen wir nochmal. Es kommt der, da, Kategorie Safety von 00219 und so weiter, All Ships Call. Jetzt kommt dieses Geräusch, hört ihr das? Mhm. Da ist es wieder. Und die muss ich bestätigen, hier steht Clear Exit, Enter OK. This is Lingby Radio, Lingby Radio, Lingby Radio. Gale warning for southwest of Baltic Sea. Observed violent storm and heavy sea. All ships in this area are requested to navigate carefully. Out. So, das will ich gleich mal nutzen. Dieser Satz, all ships in this area are requested to navigate carefully. Das ist ein Satz, der macht sich immer gut am Ende einer Sicherheitsmeldung. Alle Schiffe sollen sorgfältig Ausschau halten. Keep lookout oder was auch immer, aber navigate carefully ist das Gleiche. Und das ist bei einer Sicherheitsmeldung wichtig. Das war jetzt eine unerwartete Sturmböen dort, die sich jetzt...